So, dann mache ich mich mal auf den Weg zu meinen Bühnenjungs. Morning, ladies and gentlemen. Ja, muss ich jetzt sagen, Julia ist ja Ladies. Julia ist ja Ladies. Du bist doch Ladies, oder? Ja, das ist richtig. Ja, Ladies and Gentlemen. Haben die jetzt extra wegen mir gewartet? Ja, auch. Sehr aufmerksam. Auch die haben gewartet, glaube ich. Ah. Jimmy, ich soll mich zum Zugucken beim Bühnenbau melden. Heute haben wir sogar zwei von den dicken Dingern. Hau rein, lass schweben, wir brauchen Stahl. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Kran? Krane oder Kräne? Ich denke, du bist ja der Spezialist für das Errichten von Bespaßungsanlagen. Du musst doch wissen, wie viel zwei Krane Kräne heißen tun könnten, würden müssten. Krananlage. Krananlage ist gut. Heute errichten wir Tower. Die haben sie gestern zusammengeklöppelt hier. Das wird unser FOH, Front of House. Ich habe heute neue Hose an von meiner Mutti. Hab ich schon gesehen, das ist eine Hose von deiner Mutti? Die trägt auch sowas? Nein, die hat die mir geschenkt. Ist das eine gute Mutti, oder? Ja, das ist eine gute Mutti. Ja. Ich habe mich schon gewundert, so läufst du immer in kurzen Hosen rum heute hier. Der Herr trägt komplett schwarz, das Beinkleid steht dir aber. Danke. Grüße an die Mutti, vielen Dank für die schöne Hose, sagt der Max. Die Eierschecker hast du auf dem Schirm? Was hab ich verschoben? Eierschecker hast du auf dem Schirm? Auf dem Schirm? Schirm. Du denkst immer nur an Eierschecke, Eierschecke, Eierschecke. Sagt der Max. Hallo? Dann mache ich mir das hier einmal gemütlich und du willst genau den Stapel Holz haben, den hier runter. Du bist echt Kumpel, du. Ah, ich mache mich mal nützlich. So. Hättest du was gesagt, hätte ich beide getragen. Wollt ihr nicht überlassen? Das ist aber sehr nett von dir. Da sind die Jungs schon mit dem Meet and Greet beschäftigt. Für alle, die noch nie in Wacken waren, das Meet and Greet ist links neben der Black Metal Stage. Also wenn man ins Infield kommt, steht da eine große Bühne und links davon ist das Meet and Greet. Das wird die Biergarten-Stage.
Gestern haben sie die Masken zusammengebaut und aufgestellt und hier steht unser Bullhead City Zirkuszelt später. Da kommt das Material für unser Eingangsportal, oder? Richtig. Ja, hohoho. Ho. Weit wird's. Und groß. Ja. 85 Meter habe ich gehört. Hier oben beim Bullhead City. Und dann haben wir ja noch unten am Metalmarkeneingang. Der wird, glaube ich, 50 Meter breit. Ja, das stimmt. Der Kollege genießt erstmal die Aussicht. Auf die Plätze, fertig, los! Fährst du wieder runter? Ich kann nicht da runterfahren. Das finde ich gut. Ich fahre dann wieder hoch. Johann, ich danke dir. Ja, nix zu danken. Wir kümmern uns jetzt um die Wasserversorgung im VIP-Bereich. Ballasttankbefüllung im VIP-Bereich. Ist ja auch Wasser. Ja, ist auch Wasser. Wir müssen Ballasttanks befüllen. Das sind die Ballasttanks. Die müssen mit Wasser gefüllt werden und dann kommen die in die Tower rein. Wir müssen den Hydranten noch aufdrehen. Genau. Es läuft. Jetzt gehen wir zurück und kontrollieren, ob da auch was ankommt. So, jetzt gucken wir mal, ob hier Wasser rauskommt. In welche Richtung? Da hier, da steht ja gerade keine. Aber mit Schmackes. Ja, wunderbar. Das nenne ich mal einen Strahl. Schade, nicht genug Sonne, sonst hätten wir jetzt einen schönen Regenbogen. War es noch nass geworden bei euch? Man sollte nur Profis für solche Sachen anheuern. Solche Männer wie uns, sagt der Max. Infrastruktur-Update. Echt? Heute. Für ein Infrastruktur-Update ist es nie zu spät. Sagt der Max. Du hast bestimmt schon ganz viel gesehen heute, wenn du jetzt erst bei mir ankommst. Ja, also Bühnenbau geht echt gut voran. Wetter ist ja auch brillant. Bullhead City stehen schon die großen Massen. Die haben oben das Material schon auf dem Plaza für das große Eingangsportal. Also gibst du mir jetzt gerade eine Infrastruktur? Das frage ich mich auch gerade. Nee, ist ja okay, ich bestätige dir das, aber ich war auch schon rum. Aber wenn du das schon alles weißt, da ist das ja ganz gut. Und Biergartenmaterial liegt schon, die Biergartenbühne ist im Bau. Was habe ich denn noch gesehen heute alles? Türme, Leiertürme werden. Leiertürme ohne Ende, Leiertürme. Und wir haben gerade eine Ballastierung vorgenommen im VIP-Bereich. Da haben wir die Wasseranschlüsse gemacht, damit sie die Wassertanks befüllen können. Mit Wassertees unterwegs. Ja, ich war mit Wassertees gerade unterwegs. Also echt enorm viel Bewegung gerade draußen. So soll es auch sein. Mensch und Material. Irgendwann fertig werden. Nächste Woche um diese Zeit. Genau. Da muss alles stehen. Nächste Woche Mittwoch kommen die ersten Gäste. Also offiziell. So soll es offiziell sein. Viel Spaß noch. Geht los, danke. Tschüss. Ciao. Die immer freundliche Warnweste. Sagt der Max. Heute wieder koffeinhaltiges Heißgetränk. Mmh.